ich Unterschiede machen will, dann muss ich Register ziehen, wie bei einer Orgel, wo man mit Registern verschiedene Pfeifen rein ein- und ausschaltet, kann ich hier verschiedene Saitenebenen ein- und ausschalten. Zwei Saitenebenen in der normalen Länge hier abgegriffen, eine hier an dem Stück kürzer, klingt dann 8 Töne höher. Jetzt habe ich aus Spaß alles ausgeschaltet. Jetzt sind diese Springer von der Seite weggeschaltet. So gehen die 1 Millimeter an der Seite vorbei ins Leere. Jetzt schalte ich alles an. Dann haben wir auf jeder Taste plötzlich 3 Saiten gezupft. Das ist dann der volle Klang im unteren Manual. Im oberen Manual, das sind ja die Manuale, ist es nur 1 Saite, klingt dann wie ein Echo. Mit der Einstellung kann ich dann laut und leise spielen, aber ich kann nicht Crescendo und Decrescendo machen. Mhm. Das geht dann erst mit dem modernen Hammerflügel, mit dem Pianoforte. Wir hören ein Cembalo-Konzert von Bach, nur ein kurzer Ausschnitt. In Deutschland würde hier Prinzipal stehen. Das sind die bunten Pfeifen hier über uns. Die sind aus Blei und sind ein bisschen höher. Hier steht Trumpet, das ist jetzt eine Zungenpfeife. Die tiefsten Töne mache ich mit den Füßen. Die längste Pfeife ist 4,80 Meter lang. Die kleinste Pfeife nur 2 cm, da taste ich mich langsam vor. Jetzt gibt es ja die Redewendung alle Register ziehen. Das kommt von der Handbewegung. Wenn man hier zieht, dann bewegt man die sogenannten Schleifen. Das sind Bretter mit Löchern drin. Die Löcher landen jetzt unter den Pfeifenfüßen. Ich habe 30 Register gezogen. Dann geht auf einen Tastdruck Luft in 30 Pfeifen. Das stimmt nicht ganz genau. Hier sind 5 Koppeln, die müsste man wieder abziehen. Das ist auch gar nicht so einfach, hier eine Taste runterzudrücken. Beim Klavier würde man vielleicht 50 Gramm drauflegen müssen. Hier, wenn ich alle Koppeln gezogen habe, sind es jetzt ausnahmsweise 300 Gramm. Wir können aussuchen, was wir hören wollen, entweder aus einer berühmten Bach-Toccata in D-Moll oder aus einer anderen Toccata von Michael Falkenstein komponiert. Der war auch mal Keyboarder bei James Brown. Was hätten Sie gerne gehört? Bach bitte, das ist, klingt da so. Thank you.
Geräusche. Das Gebläse steht im Untergeschoss. Hier ist nur der Spieltisch. Schlaginstrumente, da ist es nicht so einheitlich, was es denn sein könnte.